Bruder, ich meine nicht. Die Kugel gerade zum Laufen, ob es schräge weg ist. Hey, du konntest schon. Und dann nicht. Das ist öyle. İyi diyor, evet. Her şeyi baştan söyle. Şimdi anneciğim ayağın eşitlendi mi? Önce biri kısaydı, biri uzundu. Sağ taraf sağ taraf kısaydı. Şimdi geçti mi? Aynı eşitlik mi oldu? Bir iki santim vardı, evet biliyorum anneciğim. Şimdi eşit misin? Eşitlendi mi? Ve lütfen Irina ile Almanca konuştu. Irina ne yaptığını söylesin. Irina sana ne dedi? Du wolltest nicht teilnehmen. İstemiyordu eğitim almayı. Anne Irina sana ne yaptığını söyledi. Buradayım anne. Irina sana yaptığı işlemi tamam anneciğim. Ama bacağının uzunluğunu yanımdaki Alman arkadaş yaptı. Bir Almanca dank ede istersen. Anne, Almanca tamam. Tamam anneciğim. Nasıl yaptın da hemen anlarsın desin ki gözümü kapat. Tamam anneciğim. Irina nasıl yaptığını anlatsın. Yok anneciğim bozulmaz. Bak sana bir şey diyeceğim. Irina sana anlatacak nasıl yaptığını. İki dakika daha zaman ayır. Bir dakika anne. Burada bir işimiz lütfen var senin. Bir zaman ayır. Irina anlatsın nasıl yaptın. Sen orada dur. Ich hab, er hat gesagt, ich soll die Augen schließen. Ben gözlerimi kapatmam gerektiğini söyledi anne hoca. Yani Alman anlatıyor bunu şimdi. Und soll die Person mir vorstellen, die ich sehe. Hiç sen anneciğim sen orada dur dedi ki eğitmenimiz burada dedi ki Alman arkadaşa gözlerini kapat sadece bir kişiyi gözün önüne getir dedi. Ich sah eine Frau, die hatte ein Bein kürzer. Bir tane gözümün önüne. Anneciğim bir saniye. Und er sagte zu mir, mach die Beine gleich lang. Eine eşitliğe getir dedi diyor. Bir tane kadın gözümün önüne geldi, ayağı kısa. Birisi uzundu. Şimdi onu da aynı hizaya getirdim diyor. Yaptığım hepsi buydu diyor. Und ich habe beide Beine auf gleiche Höhe gebracht. Aynı hizaya getirdi ayaklarını şimdi. Şifa olsun. Şifa olsun anneciğim. Hadi geçmiş olsun. Öpüyorum seni. Selamlar. Aleyküm selam, hadi anneciğim, Allah'a emanet. Tschüss. Sağ ol anneciğim, hadi. Allah razı olsun diyorsun. Allah razı olsun. Lütfen söylesin Irina, bizim eğitimimizin adı ne? Irina, wie heißt diese Schulung, was wir heute machen? Refik Kogmas. Ja, Unterbewusstsein, Sprache, Bildersprache. Evet. Refik Korkmaz eğitimleri dedi kendisi. Evet. Lütfen Almanca söylesin bütün dünyaya. Desin ki ben gözümü kapattım. Adını kim olduğunu bilmediğim bir insanın bacağının 2 santim kısa olduğunu gördüm. Ve sadece hayal ederek 1 dakikada bacağının uzamasına vesile oldum. Ki vesile olduğumuz kişinin haberi yoktu. Şimdi evet. Aradık eşitlendi. Evet. Bunu Almanca söylesin. So, du kannst das jetzt gerade nochmal sagen. Auf Deutsch, sowieso auf Deutsch, wie... Was gerade geschehen ist, dass du eine Person eben, okay, die du nicht gekannt hast. Also, er hat zu mir gesagt, schließ die Augen, stell dir eine Person vor, die, was du siehst, eine Person war eine weibliche Person und was siehst du? Dann habe ich gesehen, sie hat ein Bein kürzer wie das andere. Dann hat er gesagt, mach die Beine gleich lang. Und dann habe ich in meinen Gedanken die Beine gleich lang gemacht. Ja, dann hat er gesagt, okay, danke schön, mach die Augen auf. Und wir haben gerade mit dieser Person in der Türkei telefoniert. Die hatte nicht mal eine Ahnung. Die hatte keine Ahnung, was wir gerade machen. Und ihre Beine sind gleich lang. Es ist ein Wunder. Ja. Ve bir de şunu anlatsın lütfen. Arkadaşımız gözünü kapattı. 5. 6. omurlarının eğik olduğunu, 24, 25, 30 zıncı omurların eğik olduğunu gördü ve sadece hayalinde bunları düzeltti. Irina da bunlardan kurtuldu. Kannst du das jetzt auch bitte erklären, was sie mit deiner Wirbelsäule gemacht hat? Ah ja. Onu da anlatsın. Du hattest Beschwerden. Ich hatte Beschwerden an der Wirbelsäule, 5. und 6. Lendenwirbel, was ich wusste.
Und eine andere Teilnehmerin hat versucht, meine Wirbelsäule zu begradigen. Er sagte, stell dir 33 Teetassen mit Unterteller vor zu ihr. Und sie schloss die Augen und schaute, ob alle Tassen in einer Reihe standen. Und dann sagte sie, die erste ist in Ordnung, die zweite ist in Ordnung, die dritte ist in Ordnung, die vierte ist in Ordnung, die fünfte, da ist was nicht in Ordnung. Sie macht es mal gerade, rückt die Tasse in die richtige Reihe. Sechs war auch nicht ganz in Ordnung. Und ja, so weiß ich das ja auch von meinen Röntgenbildern. Gut. Und das Ganze hat sie gemacht bis nach oben. Ich habe in letzter Zeit Probleme im oberen Halswirbelbereich, dass mir manchmal schwindelig ist. Und auch da hat sie gesagt, der letzte Wirbel, 32 und 33, ist auch leicht verschoben. Und zuvor hatte ich Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und jetzt sind die Schmerzen weg. Ja. Peki, kendisi kaç yıldır o ağrıyı çekiyordu, ne kadar boşluktu ve anında yok olduğunu da söylesin. Aha, seit 2007 habe ich die Schmerzen in der Lendenwirbelsäule 5 und 6 und es war eine Bandscheibenvorwölbung laut Arzt. Und das ist jetzt plötzlich gut geworden? Das ist jetzt gut. Also die Schmerzen sind momentan weg. Innerhalb von ein paar Sekunden? Innerhalb von kürzester Zeit, ja, also ja. Innerhalb von 5 Minuten. Neler söylemek istersiniz bu eğitim için? Kendisine mi soruyorsun? Evet. Was möchtest du noch sagen über diese Schulung jetzt? Ja, ich wollte eigentlich zuerst gar nicht teilnehmen, weil ich eigentlich der Meinung war, Deutsche können das nicht. ich habe schon öfters gehört, dass in der Türkei sowas möglich ist. Oder auch in Bulgarien oder Aserbaidschan. Aber ich dachte einfach, ich habe nicht diese Fähigkeit, aber ich muss feststellen, so wie er gesagt hat, es kann jeder. Mit Vorstellungskraft. Ja. Sogar ein Kind. Sogar, also wenn man weiß, wie es geht und man versucht es, es funktioniert. Ich weiß nicht wie, aber es funktioniert. Neler söyledi? Kendisinin bu eğitimi duyduğunda böyle bir şey yapamayacağını. Benim bir Alman olarak böyle bir şeye kabiliyetim olmadığını düşünüyordum. Bunların başkalarının yapabileceğini ama benim yapamayacağımı düşünüyordum. Gördüm ki çok kısa bir zamanda neler mümkün ve hayranım yani. Vallahi tebrik ederim, evet. Bravo. Pastor Zerşengir.